So, weiter geht's, weiter steht's. Na, man merkt vielleicht, ich meckere nicht rum, so wie letztes Mal. Da war das alles ein bisschen viel. Ich glaube, ich habe mich auch am Anfang sofort Metal auf vorne 9, dann Most Wanted, dann halt meine Arbeit und war alles, glaube ich, ein bisschen viel oder so. Keine Ahnung. Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich hätte einfach. Da haben wir uns erfahren. Einfach ein bisschen mehr erwartet eigentlich von dem Spiel. Aber gut. Was nicht ist, ist nicht. So macht's auch Spaß. Ich hoffe jetzt nicht, dass es irgendwie auf dem Gelände ist. So. Was ist das denn jetzt? Kommen, weil wir haben halt keine Geländereifen. Ah, ich wollte da noch vorher. Komm, komm. Ich häng da fest. Irgendwas schon mit dem Auto nicht. Immer ganz schnell reparieren. Irgendwas stimmte da gerade nicht. Ich glaube, ich hatte einen Platten wieder oder so. Keine Ahnung. Kann ich mich jetzt schwer zu äußern, was los war. Heilige Mama Maria in die dicken Jeeps. Oh, da hätten sie uns fast gehabt, Leute. Ach du Scheiße. Wir nehmen auf jeden Fall nochmal die Tankstelle mit. Sind wieder in der Flucht. Wir müssen mal da die zwei Stufen runterbekommen, was ja wirklich gar nicht so einfach ist. Ich möchte nicht wissen, wie das auf Stufe 6 dann abgeht. Ja, jetzt hier kommt schön schlittern. Zu weit eingelenkt. Ja, da haben wir es auch geschafft. 2 Minuten 5, 72. Jawohl. Eigentlich gar nicht. Ich glaube, das hat schon was mit den Punkten zu tun, dass man sich da hoch platzieren muss. Weiß ich nicht. Werden wir mal sehen. Was haben wir gekriegt? Reduziert die Kollision erlittenen Schaden. Werden wir mal nehmen. Haben wir jetzt nur das gekriegt? Ich muss noch mal gerade gucken hier. Alle Einheiten, Suche nach Code 3 Verdächtigen unterbrochen. Alle Einheiten zurück auf Streife. Modifikation. Getriebe haben wir nämlich auch noch gekriegt. Langes Getriebe. Nee, der zieht so schon keinen Hering aus der Pfanne. Und Geländereifen brauchen wir nicht. Okay. Dann wollen wir das nächste Rennen uns suchen. Das wäre Get the Chopper Tempojagd wieder. Jawohl, Zielpunkt festlegen. Wollen wir natürlich machen. Und gib ihnen volles Rohr. Was ich auch cool finde, die Animation von dem Auto. Guckt euch das mal an, wenn man jetzt Turbo drückt, dass sich das Auto wirklich
vorne nach oben geht und dies und jenes. Also, man ist schon sehr begeistert von dem Spiel. Ja, umso mehr Freunde ihr natürlich habt, so haben sie das verknüpft in dem Sinne. Und die das Spiel spielen, könnt ihr euch gut mit messen. Ich will auf jeden Fall mit dem Andi, werden wir ein Multiplayer mal aufnehmen. Wir waren auch schon überlegen, ob wir nicht mal Splitscreen machen. Also, dass man ihn fahren sieht, mich fahren sieht. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir das alles hinkriegen. Die Jungs haben wirklich alle viele Ideen, mit denen ich zusammen im TS sitze. Und eigentlich wollte ich schon mal reduzieren die ganzen Videos, aber keine Ahnung, mir macht das wirklich Spaß, hier aufzunehmen und euch die Spiele zeigen, die Leute, die zum Beispiel nicht spielen können, etc. Und außerdem ist Computerspielen eh das Geilste, was es gibt. Ja, jetzt habe ich gerade unten auf dem Radar geguckt, ob ich wirklich richtig bin. Das altbekannteste Problem. Na komm, fahr. Yeah, yeah, wenn wir mal einen fetten Burner hinlegen. Hatte ich das gezeigt schon mit den Videos, dass man die Reifen platzen lassen? Ja, hatte ich gezeigt, genau. Auch total klasse, finde ich. Ja, wir werden hier nochmal... Oh, war jetzt gerade hier durch. Was hat er? Ach, das war der Blitzer. Haben wir den da schon? Einmal kurz dran vorbeifahren. Jo, den haben wir auch schon. Wir fahren hier mal auf Gegenspur. Dafür bekommt man auch irgendwann... Muss man irgendwelche Events machen. Habe ich... mir durchgelesen. Mach Platz. Mach Platz hier. Hier kommt der Mazda. Mazda, Platz da. Dann lassen wir es mal richtig jubeln. Naja, bis du hinter mir her bist, ist Palmsonntag, sag ich doch. Oh, da hätten wir runtergemusst. Doch, ihr alten Sack. Ich geh bitte weg. Ja, heilige Mama Maria. Oh, mit Fehlzündung. Habt das gehört? Wieder ein schönes Video. So. Okay. Auf jeden Fall hat das wieder was mit Tempo zu tun. 160 müssen wir erreichen. Ja. Ich glaube, wir fahren falsch. Wir haben irgendwas ausgelassen. Ha. Ich starte das Rennen jetzt nochmal neu. Neu versuchen. Möchtest du wirklich neu starten, alle gespeicherten? Ja, ja. Jetzt hopfe ich nicht ganz neu, weil dann habe ich jetzt die Arschkarte. Nein, nur den Advent, das brechen wir jetzt mal ab, überspringen. Das haben wir uns ja gerade angeguckt. Ich habe gerade irgendwo, ja, auf Deutsch gesagt, gepennt. Also, wir müssen hier, ah, seht ihr, da musste ich lang. Das wird nicht einfach, hier den Durchschnitt wieder nach oben zu kriegen. Ja, hier mal aus dem Wasser rausgehen.
die 144 zu erreichen, ist gar nicht so einfach. Das ist echt nicht einfach, Leute. Also das muss ich jetzt mal wirklich sagen. Also das ist... die ganze Zeit über die 144 locker bin. Man muss den Durchschnitt ja wirklich nach oben kriegen und das ist wirklich das Schwere. Wir sind gerade mal bei 140. Na komm, jawohl, den haben wir. 160 müssen wir jetzt erreichen. Komm, jetzt hier nicht rutschen. In den rein. Oh mein Nitro. Jawohl. Und Ziel, 169 km/h, 169,5 besser gesagt, steht da zumindest. Most Wanted Challenge verfügbar. Was haben wir gekriegt? Verbessert die Leistung auf Asphalt. Rennreifen. Na, Logo. Oh boy. Das hat mehr wie nur gescheppert. Ja, kann man sich jetzt umgucken? Nein, leider nicht. Aber da stehen wir hier oben gut drauf. Nennen. Ja, dann wollen wir mal das nächste Rennen. Modifikation, was haben wir denn hier noch? Reifen, Geländereifen, Rennreifen haben wir jetzt drauf. Und das Getriebe ist immer noch das lange Getriebe. Man sieht ja, der kommt so schon nicht aus dem Arsch. Also ist das ja Blödsinn. So, jetzt machen wir mal das nächste Rennen. Kursauer, Rundkursrennen und danach haben wir noch mal ein Rundkursrennen. Okay. Cool. Werden wir machen. Zielpunkt festlegen. Jawoll. Ja, wir müssen drehen. Ding, ding, ding. Ich glaube, wir stehen hier oben auf dem Flugzeug oder auf so einer Lagerhalle. Auf jeden Fall war das gerade cool. Also das fand ich echt mal klasse, weil man musste nicht durch eine Stadt fahren nur, sondern ja, in dem Sinne hier auf so eine Schnellstraße und in dem Sinne wirklich aufpassen, dass man nicht in die anderen Fahrzeuge reinknallt. Fand ich persönlich cool. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussah. Wahrscheinlich sah es ein bisschen langweilig aus. Aber man muss... Oh, ja, 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 ja! Wir rollen hier die Straße auf. Speedlimit 70 stand da. War denn das 70? Locker, Leute, ne? Ich glaube schon. Auf jeden Fall merkt man auch den Unterschied, dass wir jetzt hier diese Rennreifen drauf haben. Also er packt. Was war das? Da hat ein Auto gestanden. Habe ich nicht gesehen. Ja, ja, fahr auf mich zu, du Ochse. So, jetzt sind wir mal wieder auf der richtigen Spur. Man sieht nichts. Also, ich finde das wirklich Hammer. Diese Sonneneffekte. Da hätten wir auch hochgemusst. Man sieht es auch, man kann jetzt ein bisschen sliden auch mit den Rennreifen. Also das allgemeine Fahren ist wirklich besser mit den Reifen. Also das merkt man wirklich. Oh, falsch abgebogen. Ist ja nichts Neues bei mir. Was ich auch geil finde, dass die Räder übelst durchradieren und so. Es ist wirklich cool gemacht, also kann man sagen, was man will.